So Leute, zur Anwendung. Es geht darum, bei krummlinigen, also zum Beispiel x Quadrat plus 1, bei krummlinigen Funktionen auch mal in bestimmten Punkten die Steigung zu bestimmen. Aber dazu ganz schnell noch einen Schritt zurück. Und zwar, jetzt kommen wir zur Anwendung. Wir müssen erst noch mal schnell überlegen, wie war das mit dem Differenzenquotient? Bei linearen Funktionen ist es so, dass ich sage, naja, die Steigung wird bestimmt, indem ich die einzelnen Funktionswerte voneinander abziehe und das durch die Differenz der beiden zugehörigen Definitionswerte teile. Wie das im Einzelnen funktioniert und dass man das auch als f von x1 minus f von x0, hier 0, 1, 1, 0 und so weiter bestimmen kann, ist eine andere Sache. Ich kann es auch so hinschreiben. Beziehungsweise ich schreibe das als Delta Y, also Differenz zwischen den beiden hin und fertig. Ich werde dann hier wahrscheinlich einen Link anbringen. Und wer gar nicht weiß, wie die H-Methode funktioniert, auch hier auf den Link achten, draufklicken, das Video wartet hier. Dann kommt man zum ersten Teil. Beim zweiten Teil wird das dann die reine Berechnung geübt. So, jetzt gucken wir uns das also mit den krummlinigen Funktionen an. Und zwar, die Funktion heißt mal die rosa Funktion hier, das ist der Graph davon, x Quadrat plus 1. Und wir möchten hier im Punkt 1, Achtung, wenn ich 1 mal 1 ist 1 plus 1 ist 2, also wenn hier ein 2 steht, ich möchte mal in diesem Punkt hier genau wissen, wie hoch ist der Anstieg? Ist er 1 oder mehr, scheinbar mehr oder nicht genau mehr, na oder doch? Und das macht man dann jetzt wie folgt. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, ich gucke mir den Punkt, das ist der gleiche Punkt hier, nochmal an und sage, oh, wenn ich genau eine Lupe drauflege, habe ich ja gar nicht richtig getroffen. Das heißt, ich habe ja nicht eine echte Tangente. Tangente heißt berührende, der Tango, ich berühre, sondern eine Sekante. Sekare kommt von schneiden. Ne? Die schneidet also meine Kurve. Ach je. Und genau dieses Verfahren nutzt man aus, indem man sagt, naja, machen wir das doch so. Ich näher mich immer weiter diesem interessierenden Punkt an und weiß dann plötzlich, wie es gerechnet wird. Dazu nehme ich nochmal meine allgemeine Formel, wie das funktioniert, also nicht die mit Y, sondern die hier, und sage, was passiert jetzt hier im folgenden Punkt? Wie groß ist der Anstieg? Na, dann sage ich, okay. Und statt f von x1 schreibe ich ganz einfach x Quadrat plus 1 heißt es, also x1 zum Quadrat plus 1. Und f von x0, den weiß ich ja schon, den Punkt, den möchte ich ja haben in diesem Fall. Der heißt 2. Also ziehe ich dieses Minus hier, dieses, das ziehe ich natürlich dann ab. Den Punkt kenne ich schon, den Punkt noch nicht. So, und was schreibe ich unten drunter? Ja, x1. Ich muss ja x1 nicht ganz weit weggelegt haben, ich kann es ja knapp gelegt haben. x1 lasse ich als x1, weil ich es ja noch nicht weiß. Aber den Punkt kenne ich hier. Ja, x0 kenne ich. Und das ist 1. Also ziehe ich 1 ab. Na, jetzt bin ich immer noch nicht weiter. Aber das macht man, wie war das doch gleich? Wenn ich mich immer weiter an einen Punkt annähere, dann betrachte ich letztendlich den Grenzwert, der sich ergibt, wenn ich mich an den Punkt annähere. Und da kommt die H-Methode ins Spiel. Dann sage ich, okay, wenn ich jetzt hier eine 1 einsetze, ne, weil ich ja mich der 1 nähere, oh, dann habe ich hier, nee, dann komme ich nicht weiter, dann habe ich plötzlich eine 0 unterm Bruchstrich stehen. Das geht nicht. Aber ich kann Folgendes sagen. Ich setze mal einfach einen Trick an, und zwar bilde ich mir ein, dass x1 gleich h plus 1 ist. H wie Hysterese. Man nimmt immer das Gegenteil. Minus 1 plus 1. So, und wenn ich diesen h-Wert einsetze, dann kann, naja, wir werden es ja sehen, dann passiert Folgendes. Ich schreibe jetzt in Schwarz weiter. Dann sage ich, okay, dann betrachte ich also den Limes, den Grenzwert von. Jetzt kommt der gesamte Ausdruck. Und jetzt sage ich nicht x1 zum Quadrat, sondern h plus 1, aber in Klammern zum Quadrat. H plus 1 in Klammern zum Quadrat. Und wenn ich x1 ersetzt habe, dann muss ich das aber auch in Klammern zum Quadrat schreiben. Jetzt kommt meine Olle plus 1 von hier oben, die schreibe ich einfach ab. Und meine minus 2, die schreibe ich ja auch ab. Die war ja f von x0. So, und dann schreibe ich hier unten drunter das gleiche wieder. Also, ich habe x1 minus 1. Ach so, x1 wollte ich ja ersetzen. Also h plus 1. Jetzt kommt die minus 1, minus 1. Und dann werden wir mal gucken. Jetzt
Habe ich aber einen Grenzwert, der betrachtet überhaupt kein x, sondern der betrachtet das h. Und das h, das heißt die Hysterese hier, die möchte ich so eng wie möglich gestalten durch diesen Trick. Also eigentlich ist es das nicht, sondern das ist die Differenz zwischen den beiden Werten. Aber hier in diesem Fall lasse ich das h gegen 0 gehen. Und das ist der ganze Kram. Machen wir mal auf der nächsten Seite weiter. Dementsprechend steht jetzt, naja, ich werde noch mal ein bisschen hochrollern, damit wir das sehen. Also ich mache jetzt hier drüben weiter. Dann steht also, wenn ich diesen Ausdruck ausmultipliziere, steht der Limes mit h gegen 0 von, und jetzt, erste binomische Formel, vielleicht werde ich hier oben einen Link anfügen, falls wir die nicht mehr wissen, ist also h Quadrat plus 2 mal a mal b kommt jetzt, ne? 2h plus 1 mal plus 1 plus 1, jetzt kommt die Olle, aber das könnte man eigentlich mal ein bisschen abkürzen, plus 1 minus 2 ist nämlich minus 1, also schreibe ich meine minus 1 dahinter. So, und jetzt Bruchstrich, und das hat sich doch auch aufgehoben, plus 1 und minus 1, das heißt hier unten drunter steht nur noch das h. Achtung, jetzt kann ich das h noch nicht gegen 0 gehen lassen, denn sonst gibt es noch ein bisschen Ärger, ne? Weil ja hier unten eine 0 entstehen würde. Also geht es wie folgt weiter. Der Limes mit h gegen 0 von, und jetzt sage ich, okay, das hat sich erledigt hier hinten, plus 1 und minus 1. Und so komme ich nicht weiter. Ich kann ja nicht kürzen. So kürzen nur die Dummen. Link gefällig? Naja, ich mache das so, indem ich das auf wieder vereinzle. Also indem ich einzelne Brüche hinschreibe. Durch h plus 2, h durch h. Jetzt kürze ich, h durch h ist 1, h Quadrat durch h ist h. Und die beiden h's, die kürze ich auch durch 1. Und was bleibt denn jetzt übrig? Jetzt bleibt übrig, dass der Limes von h gegen 0 von h plus 2, ja, letzten Endes bloß noch, was ergibt, wenn h 0 ist, 2. Und das ist auch tatsächlich der Anstieg. Für die, die es dann schnell wissen wollen, die Originalfunktion hieß ja, f von x ist x² plus 1. Erste Ableitung, f' von x ist demzufolge 2x. Ja, und wenn ich jetzt mal wirklich in die erste Ableitung meinen Wert einsetze letzten Endes, und zwar, was hatte ich gesagt? Die 1, ne? Das war ja der interessierende Punkt. Dann sage ich, 2 mal 1 ist 2. Ja, ja, stimmt. Das war sozusagen eine Art Probe, wenn man das Ableiten schon kann. Gut. Ja, ich denke mal, das reicht. Ich werde zum Schluss nochmal links anfügen zur H-Methode, aber auch zur Übung und zu anderen Dingen. Möchte ich bloß einfach auf Folgendes hinweisen. Schaut unter die Videos, da habe ich immer Hashtags angefügt. Da kommt man dann noch weiter. Also da kann man sich dann noch in einer ganz anderen Richtung bilden. Oder ihr guckt in den Playlists oder was auch immer. Ich hoffe, ich habe es ausreichend erklärt. Das war eigentlich mal das erste Video von 2014. Aber das war so grottenschlecht. Ich habe es trotzdem gelassen aus Spaß. Ich habe das hier nochmal neu gemacht. Also ich wünsche euch was Schönes beim Verstehen. Denn das ist das, was ich will. Macht's gut. Tschüss.